Im Team wird die Skills Competition zu einer kleinen Meisterschaft vor der Meisterschaft. Wer hier gewinnen will, muss alles beherrschen. Hände, Blitz und Hammer. Die schnellste Zeit gewinnt. Gemessen wird unter anderem mit dem neuen Tracking-System der DEL, das in Mannheim seine Premiere feiert. Bronze schnappen sich die Pinguins Bremerhaven. Die Kombination Feser, Schwarz und Mur macht den Norden schon vor der Saison stolz. Da ist er auch drin. Also auch eine gute Zeit. Vizemeister sind die Iserlohn Roosters. Präzise wie eine Computersimulation versenken die Männer aus dem Sauerland die Scheiben in den verschiedenen Toren. Da ist er drin. Und jetzt nochmal hier. Der zweite ebenfalls. Und jetzt geht's zum Pass. Der zweite ging auch rein. Wow. Und der dritte direkt drin. Das bringt natürlich äußerst viel Zeit und er macht sehr, sehr viel Zeit gut. Das Tempo des Blitzgewinners Markus Eisenschmidt. Die in der Einzelwertung noch etwas untergegangenen Schlägerskills von Chad Kolarik. Chad Kolarik wurde ins Rennen geschickt für die besten Hände. Gehauen, versenkt ins Tor. Und zu guter Letzt die Hammer von Matthias Plachter. Sind dann aber doch ein bisschen zu viel für die Konkurrenz. Die Adler Mannheim krallen sich den Sieg in der heimischen SAP Arena. Markus hat ja auch seine Einzeldisziplin gewonnen. Also es war klar, dass er sehr, sehr schnell ist. Und der Chat, ich meine, kommt ja immer darauf an, wie die Jungs auch vor dir sind. Deswegen, wir haben alle drei einen guten Job gemacht und haben das als Team dann zusammen gewonnen. Die DEL präsentiert ihre Stars und Skills. Nur der Auftakt zu einer langen Saison, in der all diese Fähigkeiten Woche für Woche live zur Schau gestellt werden.